Ich unterstütze Elvira Nägele bei der Landtagswahl am 14. März oder vorher schon per Briefwahl, weil Elvira Nägele ist eine Frau mit gesundem Menschenverstand, die mitten im Leben steht und die als Architektin auch weiß, wie man Fundamente im Leben baut. Ihr geht es nicht nur darum, dass wir hier in der Region Stuttgart und rund um Bietigheim-Bissingen und in Bietigheim-Bissingen einen sehr guten ÖPNV haben, sondern auch um die Frage, wie kann man Verkehr intelligent miteinander ohne Verbote auch vernetzen. Und ein besonderes Anliegen ist von ihr, was ich sehr bewundere, dass sie die Auffassung hat, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, dass man ein eigenes Eigenheim hat, ob das jetzt ein Reihenhaus ist oder eine Wohnung oder ein Zweifamilienhaus oder auch ein Einfamilienhaus. Und sie setzt sich auch dafür ein, dass die Immobilienpreise noch einigermaßen bezahlbar sind, weil machen wir uns nichts vor. Viele können nur eine eigene Immobilie erwerben, wenn sie Bürgen in der Hinterhand haben, meistens die Eltern oder Großeltern. Und die Grunderwerbssteuer in Baden-Württemberg und die Baunebenkosten sind viel zu hoch. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass sie dann als Landtagsabgeordnete dafür sorgt, dass die Grunderwerbssteuer deutlich reduziert wird oder am besten sogar völlig abgeschafft wird.